Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Cerberus vor. Bei Cerberus flüchten wir vor dem dreiköpfigen Hund. Cerberus ist ein Spiel vom Autor Pierre Bouty mit Illustrationen von Pierre Plés und Jules Dubost. Es ist für 3 bis 7 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 45 Minuten und ist bei Miraculous erschienen. Die Spieler stehen als Abenteurer am Tor zur Hölle. Doch merken sie sofort, dass der ganze Ausflug eine nicht so gute Idee war, denn dieses Tor wird von Cerberus bewacht. Es gilt also, die Beine in die Hand zu nehmen und so schnell wie möglich die Rettungsboote zu erreichen oder einen Pakt mit Cerberus einzugehen. Die Spieler sind reihum abwechselnd am Zug. Ist man dran, so muss man eine eigene Aktionskarte ausspielen und bei Bedarf vorher oder nachher eine Abenteurer- bzw. Verräterkarte. Solange man auf der Abenteurerseite ist, erhält man durch die Karten Schritte für einen selbst oder mit Abenteurer, neue Karten oder darf unter ein Rettungsboot schauen bzw. 2 davon miteinander tauschen. Die Rettungsboote haben 1, 2 oder 3 Plätze, doch nur das vorne liegende wird ablegen und auch nur dann, wenn es komplett gefüllt ist. Die meisten Abenteurerkarten verlangen Kosten, durch die der Cerberus-Würfel vorgerückt oder erhöht wird. Ist der Würfel am Ende eines Zuges auf dem letzten Feld, so geht Cerberus auf die Jagd. Er läuft so viele Felder, bis er ein oder mehrere Abenteurer erwischt, maximal aber so weit, wie der Würfel anzeigt. Wurde keiner geschnappt, so geht der Würfel zurück aufs erste freie Feld und wird um 1 erhöht. Cerberus ist wütend. Hat er einen Abenteurer erwischt, so zieht sich Cerberus aufs letzte Cerberus-Feld zurück und der Würfel wird wieder auf den Startwert gedreht. Der oder die geschnappten Abenteurer blockieren nun die äußersten Felder der Leiste. Sind es schwarze Felder, so wechseln sie nun die Seite zu Cerberus. Ist es ein weißes Feld, hat der Abenteurer sofort verloren. Als Cerberus-Spieler benutzt man die andere Seite der eigenen Karten, die negative Effekte für die Abenteurer bereithalten. Außerdem nutzt man fortan die Verräterkarten. Sobald ein Abenteurer das letzte Planteil erreicht, werden die 2 hinteren Boote versenkt und das vordere aufgedeckt. Sind in diesem Boot alle Plätze belegt, legt es ab und die Abenteurer im Boot haben gewonnen. Wurden alle Abenteurer gefressen oder es gibt keine Chance mehr, das Boot zu füllen, gewinnen die Cerberus-Spieler. Cerberus ist ein Spiel der ganz, ganz anderen Art. Es ist ein Spiel, was sehr viel Emotionen am Tisch hervorruft. Vielleicht ärgert man sich erst, wenn man von Cerberus gefressen wurde, aber dann hat man ja gleich wieder eine neue Aufgabe, weil man als Cerberus versucht, die anderen zu fressen. Das heißt, man wechselt zwischendrin unter Umständen mal das Team. Dann, wenn man noch nicht Cerberus ist, dann rennt man und versucht anzukommen, aber man kann ja vielleicht unter Umständen auch nicht alleine ankommen, weil da vielleicht das Boot mit den 3 Sitzen liegt. Man möchte, dass man zu dritt gewinnt. Dann ist immer die Frage, helfe ich jetzt lieber den anderen oder rette ich mich selber? Und diese Gruppendynamik, die hier entsteht, die ist genial. Also das macht so viel Spaß immer wieder in den Partien. Und es ist sehr, sehr abwechslungsreich, weil die Partien sehr unterschiedlich sind. Und man kann das ja spielen von 3 bis 7 Spieler. Bei 3 Spielern könnte man versuchen, kooperativ alle zu dritt mit dem Boot zu entkommen. Man muss aber nicht. Während bei 7 Spielern ist ganz klar, es können nicht alle schaffen. Maximal 3 können fliehen oder maximal 5 gewinnen als Cerberus. Also das ist wirklich richtig cool, weil es total unterschiedlich ist, je nach Spieleranzahl, aber trotzdem in allen Spieleranzahlen gut funktioniert. Das ist hier wirklich genial. Und diese Spannung, die entsteht, die ist grandios. Wir haben das gespielt in einer 7er Partie, wo noch ein paar andere Leute da waren, die gerade mit ihrer anderen Partie, mit einem anderen Spiel fertig geworden waren. Und die kamen alle und haben zugeguckt, weil es so spannend war, wer jetzt wohl gewinnt und ob Cerberus wieder nach vorne rückt und jemanden frisst oder ob die anderen im Boot ankommen. Und dann war es auch noch so, dass einer, der war schon 2-mal, saß der im Boot und wurde von den Mitspielern oder von Cerberus wieder zurück praktisch an Land gezogen, rückwärts gegangen. Und am Ende wurde der auch noch von Cerberus gefressen und hatte dann gewonnen, aber als Cerberus. Also hier entstehen einfach ganz verrückte Situationen und das gefällt mir richtig gut. Es kann natürlich auch passieren, das ist der Nachteil an so einem Konzept, dass eine Partie sehr, sehr schnell vorbei ist. Also wir hatten eine Partie mal, ich glaube, zu 4 gespielt. Da kam jeder nur 1, 2 Mal dran und dann hatte Cerberus schon alle gefressen. Weil es kann sein, je nachdem, ob man ein bisschen Glück oder Pech hat, je nachdem, wie man sieht, wenn man gleich am Anfang
ausspielt, dass man zwei Karten ziehen darf. Und dann ist da eine von den Karten dabei, die einem erlaubt, zwei Schritte rückwärts zu gehen. Und man spielt die, das steht einem ja frei, dann kann man so eine Ausgangssituation schaffen, dass man in seinem allerersten Zug direkt von Cerberus gefressen wird, weil der nur zwei Felder Abstand hat. Das heißt, das kam auch häufiger vor, dass jemand sich in dem allerersten Zug schon in Cerberus gestürzt hat und ab dann einfach Cerberus hat schnell vorwärts laufen lassen. Und tatsächlich war es dann nach zwei oder vielleicht am Anfang der dritten Runde war das Spiel vorbei und es ging einfach super schnell. Das ist aber dann kein Problem, weil dann spielt man einfach nochmal. Und das zeigt auch wieder, wie unterschiedlich die Partien laufen können. Andere Partien dauern dann vielleicht so um die Stunde, weil man bis hier gekommen ist schon und Cerberus dann auch. Und dann geht es ganz knapp aus. Und wir hatten tatsächlich Partien, wo welche geflohen sind und die dann gewonnen hatten. Wir hatten Partien, wo Cerberus gewonnen hat. Wir hatten Partien, wo Cerberus sehr schnell gewonnen hat. Also es war alles dabei. Also die volle Bandbreite wurde ausgeschöpft und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Noch ein kleines Manko ist vielleicht die Anleitung, denn die ist tatsächlich so, man will ab und zu will oder muss man nochmal was nachgucken. So kleine Feinheiten, wie war das nochmal da, wie muss Cerberus nochmal zurück. Und uns ging es zumindest immer so, dass wir an den Stellen, wo wir gedacht haben, wo es stehen müsste, da stand es nicht. Es stand zwar alles da, aber an ganz anderen Stellen. Also ich fand, die Anleitung ist jetzt nicht unbedingt schlecht geschrieben, aber sie ist mehr, in meinen Augen, merkwürdig sortiert. Und das hat dazu geführt, dass wir gerade bei den ersten Partien häufiger richtig lange in der Anleitung erstmal gesucht haben. Aber wie gesagt, das ist so das einzige kleine Manko und wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann hat man ja auch die Regeln drin, weil so kompliziert ist es nicht. Dann geht's auch und zumindest die Symbole, die so häufig vorkommen, hat man auch hier in so einer Übersicht, weiß auch, was man machen kann. Das sind meistens nur so kleine Spezialfälle, denn das Spielbrett ist noch ein bisschen variabel. Man kann dann hier jeweils die Rückseite noch nehmen, hier auch, und hat dann andere, oder auf jedem Mittelteil ist so ein kleines Hindernis noch eingebaut. Hier zum Beispiel gibt es zwei Felder, wo immer nur einer stehen darf, da blockiert man sich also. Hier gibt es so einen Teleporter. Wenn einer hier steht, dann dürfen die anderen währenddessen hier durch. Wenn hier keiner steht, dann muss man immer außen rum gehen. Und so, da gibt es auch eine Brücke, da kann nur einer drüber, dann stürzt die danach ein. Das ist hier diese Brücke, die gibt es noch auf einem Feld. Und so sind so kleine Feinheiten, die sich von Partie zu Partie ändern, die mir auch ganz gut gefallen. Also insgesamt ein rundes Spiel, was sehr viel Emotionen weckt, was viel Spaß macht und eben auch mal ein schönes Spiel, was auch zu siebt richtig gut funktioniert. Es dauert zwar schon ein bisschen, bis man wieder dran ist, aber das ist so spannend, auch währenddessen, dass man eigentlich immer so, je nachdem, ob der da dran ist, gerade im eigenen Team ist oder nicht, hofft, bangt, was er wohl macht, ob der einen vielleicht vorrutscht, weil sonst würde man vielleicht gleich in Cerberus landen und so weiter. Dass man eigentlich permanent am Ball bleibt. Also das ist kein Spiel, wo man, bis man wieder dran ist, mal schnell auf Toilette geht, weil das ist viel zu spannend zwischendrin. Und das ist hier richtig gut gelungen und ich finde es echt ein tolles Spiel, das mir sehr viel Spaß macht. Ja, dann hoffen wir konnten euch einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.